Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Hier ist euer Hassan von Inside Champions. Leute, wir haben den 12.09.2022. Morgen also sind wir beim Spiel FC Bayern München gegen FC Barcelona. Leider haben wir nicht so Top-Plätze, sitzen ganz weit oben hinter dem Tor, aber egal, wir sind dabei bei der Levi-Rückkehr. Als Bayern-Fan muss ich sagen, bestes Spiel der Gruppenphase. Und schon gegen Inter Mailand ist man gut aufgetreten. Ich bin gespannt, wie das so morgen laufen wird. Bayern in der Bundesliga 3 Remis-Spiele nacheinander. In der Champions League das erste Spiel gewonnen gegen Inter Mailand. In Mailand 2:0. Und Barca auf jeden Fall super stark mit dem neuen Kader unterwegs. Xavi hat da auf jeden Fall eine Gruppe zusammengestellt, die auf jeden Fall Fußball spielen kann. Mit Pedri, Gavi auf jeden Fall im Mittelfeldposition, die so halt eine Achterposition spielen, sage ich jetzt mal. Lewandowski blüht auf. Alle haben immer gesagt, ey, ja, soll er mal wechseln, Premier League oder in La Liga, zeigen, was er drauf hat. Und tatsächlich macht er das. Kritiker schön stumm geschaltet. Also auf jeden Fall Lewandowski, muss man sagen, auch wenn er weg ist jetzt vom FC Bayern, muss man sagen, ist ein Top-Stürmer, einer der Besten. Und ja, ich bin gespannt, wie man ihn empfängt bei uns auf jeden Fall im Stadion morgen. Und tatsächlich fahren wir heute sehr spät bzw. nachts los. Morgens kann man sogar schon sagen, um 4 Uhr circa. Wir sehen uns bestimmt wieder im Zug nochmal kurz und sind dann auf dem Weg nach München. Checken da dann ein im Hotel, chillen ein bisschen und dann geht es auch schon frühzeitig zum Stadion. Und ich freue mich auf jeden Fall auf dieses geile Spiel. Was geht ab, Leute? Es ist 4.57 Uhr. Wir sitzen im ICE Richtung München. 8 Stunden Fahrt circa, 7 Stunden Fahrt, wird auf jeden Fall super lange dauern. Hier mit dem Bre Hammoudi, Digga, der fast vor Müdigkeit nach hinten umfällt. Und wird auf jeden Fall eine lange Fahrt, ein bisschen was zu essen gegönnt, Frühstück und dann legen wir uns gleich hin. Dann geht es circa um 13, 14 Uhr zum Hotel, chillen wir ein bisschen und dann Richtung Stadion nachmittags, am frühen Abend, sage ich jetzt mal. Und dann das geilste Spiel der Saison angucken. Welcome in München, bereit für heute Abend. So Leute, was geht ab? In München angekommen. In Hamburg um 4 Uhr circa losgefahren. Scheißwetter, schön Regen. In München angekommen, direkt Sonne, 26 Grad. Es ist unnormal heiß, krankes Wetter, geiles Wetter. Wir sind auf dem Weg ins Hotel. Machen uns ein bisschen fresh, chillen ein bisschen. Und dann haben wir noch den Weg vor uns in die Allianz Arena. Schon den ein oder anderen Barca-Fan gesehen, sogar eben gerade eine ganze Gruppierung. Aber München, das erste Mal hier und ich muss sagen, ich habe nur 5 Minuten was gesehen und die Stadt ist einfach echt sauber und echt geil, muss ich sagen. Also, geile Stadt. So Leute, Trikot ist an aus der letzten Saison. Finde ich viel geiler als das aus der Saison. Hammoudi ist dabei, wir sind bereit. Was sagst du, wer gewinnt? Barca gewinnt heute. Er ist Barca-Fan, er hat keine Ahnung. Aber ich muss sagen, Barca ist sehr gut drauf. Leute, hatte ich auch schon erwähnt. Ich bin gespannt, ich glaube, das wird so ein Unentschieden. Könnte auch sein, dass Barca da Punkte mitnimmt, aber ich hoffe auf jeden Fall nicht. Ich hoffe, Gnabry regelt das. Mané rastet heute aus und ich hoffe, wir sehen ein geiles Spiel. Wir sind jetzt ein bisschen unterwegs und dann gehen wir zum Stadion. Ich schwöre, Leute, wir haben uns einfach einen E-Roller geholt. Sind hier durch die Straßen gefahren, dann auf eine nicht öffentliche Straße reingefahren, zack, direkt einer hält uns an, 15 Euro Strafe. Ich denke, what the fuck, Digga, was ist das für ein Bastard? Richtig komischer Typ. Mann, kurz davor abzuhauen. Ich will wieder nach Hamburg. Ich schwöre, kein Wunder, dass München so viel Geld hat, Alter. Direkt Strafe. Auf jeden Fall, zack. Ist echt schön, alles echt sauber hier, aber der Wichser hat uns einfach hochgenommen. Einfach 15 Euro aus der Tasche, damit hätte ich mir zwei Sprite geholt im Stadion. Uff Leute, schaut euch an, was ich hier gefunden habe. FC Bayern World, da gehen wir jetzt auf jeden Fall direkt mal rein und checken ab, was es da so gibt. Uff, die neuen Trikots. Wen haben wir denn da? Musiala, Masraoui, Tell, Gravenberg, Müller und Goretzka auf dem Bild. Dann hier das dritte Trikot. Hernandez, Davis, Sabitzer, Mané, Coman, oh mein Gott, Coman, Sané,
Geiles Trikot hier auch mit diesem Muster. Sieht sehr, sehr wild aus, muss man sagen. Die Hosen dazu. Ich bin am Überlegen, ob ich tatsächlich diese Trikots da hole. Hier nochmal Manuel Neuer, Ehrenmann. Diese Trikots hier. Ich überlege mir, eins davon zu holen. Sieht sehr, sehr geil aus. Und gefällt mir in echt. Das ist halt Größe S. Sehr, sehr nice. So Leute, wir haben uns diese Schals hier gegönnt. Firma FC Bayern gegen Barcelona mit den Daten. Das Hin- und Rückspiel in der Allianz Arena am 13.09. hier. Und das Rückspiel im Camp Nou 26.10. Auf dem Weg zum Stadion, Leute, links sieht man schon die Allianz Arena, durch die ganzen Bäume leuchten rot in den schönen Farben. Ich zeige euch das mal direkt. Junge, wie krank, erstes Mal dabei in der Allianz Arena und wir sind auf dem Weg dorthin. Die beiden Brees, Kimmich und Davis vor uns. Oh mein Gott, Bruder, was für ein Stadion, Digga. Kranke Scheiße. Richtig nice. So Leute, wir sind auf jeden Fall direkt vor dem Stadion endlich angekommen. Voll Stau mit dem Bus direkt hierher und jetzt gleich geht es direkt in die Allianz Arena. Noch ein paar Bilder schießen und dann endlich rein. Das erste Mal in die Allianz Arena. So, kommen wir mal näher ran. Das ist jetzt sehr, sehr wild. Auf geht's. So Leute, 313. Endlich. Nach einer Ewigkeit sind wir da. Alter, ich kann nicht mehr. So, der Bre will erstmal alles kontrollieren. Oh. Bayern gegen Barca, Leute, herzlich willkommen. So Leute, jetzt geht's auf jeden Fall los. Hier unten sieht man nochmal Nagelsmann. Barcelona mit dem Anstoß auf ein geiles Spiel. Ich freue mich drauf. Auf geht's! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Erster Vorstoß von Bayern. Wir müssen jetzt schnell zurück in die Ausgangsformation. Oh, oh, oh. Oh, 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 Scheiße! Oh, oh! Oh, oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Bruder! Ey, das ist die zweite riesen Chance, Alter! Oh mein Gott! Bayern sehr verunsichert in den ersten Minuten. Sie mussten wieder ein bisschen konzentrierter spielen. Das geht gar nicht, Alter! Sein, wie viel Glück wir gerade haben, Digga. Das ist echt.
Bayern ist echt nicht wach in den ersten 20 Minuten. Sehr viele Fehler im Aufbauspiel und auch hintenrum. Da haben die Barcelona die ganze Zeit ein. Und jetzt kommt, wie gesagt, Masrani. Oh mein Gott, Bruder! Hey! Stark, Sané! Mach ihn! Oh, shit, Digga! Erste richtig starke Aktion von vom FC Bayern. Oh, muss es jetzt weitergehen? Bayern hat jetzt den Ball besitzt, macht mehr vom Spiel. Ich hoffe, die machen noch ein Ding in der ersten Halbzeit, damit sich das Spiel ein bisschen beruhigt und Bayern ruhig aufspielen kann. Bruder. Nein! Oh! Was für eine Aktion, ich hab die, glaube ich, nicht drauf, Alter! Oh! Halbzeit! Also zur Halbzeit kann man sagen, Leute, Bayern auf jeden Fall ein paar Mal Glück gehabt. Barcelona viel besser ins Spiel gegangen. Bayern dann ab der 30. Minute ein bisschen mehr Ballbesitz, mehr das Spiel getan, die ein oder andere Chance gehabt, aber schwieriges Spiel. Also es kann auf jeden Fall ein 0-0 bleiben oder ein 1-1 oder Barcelona gewinnt hier sogar noch. Ich bin gespannt auf die zweite Halbzeit. Ich hoffe auf jeden Fall, Bayern geht auf jeden Fall nochmal durch und macht das ein oder andere Tor. Leg ihn ab! Oh mein Gott, leg ihn nochmal ab!
Leute, was für ein geiles Spiel aus Bayern-Sicht. Zweite Halbzeit war sehr, sehr krank, muss ich sagen. Erste Halbzeit sehr viel Glück gehabt. 3-0 hätte es stehen können, wenn Barca und Lewandowski die Tore machen. Auf jeden Fall Bayern dann sehr stark aus der zweiten Halbzeit rausgekommen. Goretzka hat sehr viel Schwung reingebracht. Sabitzer raus, direkt Ecke-Tor. Dann noch das 2-0. Sehr, sehr stark, geiles Spiel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Vlog, Leute. Abonniert meinen Kanal, liked das Video, teilt das Video, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr so gerne besser machen, was ich besser machen könnte. Und am Samstag bin ich in Dortmund, gucke mir Dortmund gegen Schalke an. Richtig geiles Spiel, Derby. Ich bin dabei dafür. Da gibt es dann den nächsten Vlog. Wie gesagt, Leute, verpasst nicht. Abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.